Ja, willkommen bei Malida und zur Folge 23 von God of War Ragnarök. Und ja, da stöhnen irgendwelche rum. Wir haben es ja in der letzten Folge schon mitbekommen. Oh mein, warum weißt du, dass ich da bin? Stopp, ich muss da hin, ich muss da hin. Genau. Ich muss weg, ich muss weg. Okay, was ist das denn für ein Ei? Oh, der ist rot, das rote ist rot. Kannst du mal richtig kämpfen? Genau. Ach komm. Und der macht immer, wenn er weggeht, dann. Ey, jetzt hab ich den Faxen, Dicke, jetzt. Der hält aber ordentlich aus, ne? Ich bin doch ausgewichen. Ja, zeig es ihnen. Verbundleder, okay. Was ist das? Okay, Horn. Nicht zu verwechseln mit dem Gjallarhorn. Es symbolisiert den Frieden. Oder zumindest Freyas Hoffnung auf Frieden. Unter den leichter erregbaren Alben hieß es, dass Freya eines Tages das Horn der Stille blasen und damit den Krieg zwischen den Alben beenden würde. Ich fürchte, das war nur Wunschdenken. In keiner Prophezeiung war jemals von einem solchen Horn die Rede. Und soweit ich weiß, existiert auch kein solches Objekt. Aber das hielt die Alben nicht davon ab, darauf zu hoffen. Das kann man ihnen nicht verübeln. Ich frage mich, wie lange ist denn eigentlich schon dieser Albenkrieg? Ach, hier war noch so ein Ding. Ach, zwei Truhen. Ja gut, der Kampf war auch ein bisschen anspruchsvoll, das stimmt. Hat zwei Truhen verdient. Was ist das? Eine Skizze für ein Schwertheft. So, die verschollenen Seiten des Buches finden. Eins von vier. Wir haben aus einem alten Buch herausgerissene Seiten gefunden. Sie enthalten Schaubilder von längst vergessenen Schwertheften. Ich glaube, wenn wir die Zutaten finden, können die Zwerge diese Reliquien wiederherstellen. Vielleicht sollten wir sie einem Zwerg zeigen. Sie wissen, was zu tun ist. Panzerhandschuhe? Stärke 28. Stufe 4. Ein Ausweichen in letzter Sekunde aktiviert Weltenverschiebung, wodurch vorübergehend Gegner in der Nähe verlangsamt werden. Hier haben wir aber Runenkraft auch noch. Na komm, wir rüsten es mal aus. Mal gucken. So. Und was so schön ist. Der Zweck des Turms. Obgleich er nun als militärischer Außenposten dient, lässt die Architektur des Turms darauf schließen, dass er vor der Trennung von Licht und Dunkel einen anderen Zweck erfüllte. In den Archiven konnte ich nichts darüber finden, was alles in allem nicht ungewöhnlich ist, da viele der Texte über Generationen hinweg zensiert wurden.
Aber die Tatsache, dass gar keine Informationen vorliegen, ist an sich schon vielsagend. Welche frevelerische Zeremonien wurden hier abgehalten, die für unseren aktuellen Status quo so schädlich sind, dass die Bibliothekare alle Texte, die den wahren Zweck dieses Turms beschrieben, vernichtet haben? Ich komme nicht umhin zu vermuten, dass die Antwort der Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden ist. Echt? Das Ding hier soll für den Frieden zuständig sein? Vielleicht auch nur eine Hoffnung. So. Naja. Okay, ich glaube, wir können wieder rauf auf das Ding. So, ne Mann, komm. Ah, hier ist wieder was, ne? Was immer das hier ist, ich glaube, das Tier ist drin. Was auch immer da drin ist, macht einen ganz schönen Wirbel. Wie kommen wir daran? Es gibt hier jede Menge Höhlen mit Tunnel. Suchen wir eine und schauen, wo wir landen. Meint ihr jetzt hier oder da drüben? Was ist das? Schatzkarte komplett. Zwergenstahl, geschliffenes Metall. Unbeständiger Edelstein, der nach Tod und Zerstörung verlangt. Accessoire. Ja gut, habe ich jetzt irgendeine Schatzkarte gefunden oder was soll das? Ja gut, ich sag nicht nein, ne? Aber was macht denn hier so knarzende Geräusche? Okay, kann ich Accessoire? Okay, Rüstung. Ah, nein, falsch. Accessoire. Eins ist noch leer. Gegner, die mit einem Runenfall getötet werden, explodieren und verursachen moderaten Schaden in ihrem Umkreis. Okay, jetzt hat er auf jeden Fall drei Accessoires drin. Ach, hier, die Fähigkeit, okay. Fähigkeit deaktivieren. So, drücken Sie beim Sprinten einen Sprung. Ah, okay, das war dieser Sprung, dieser Sprinthieb. Nee. Leicht. Machen wir Betäubung mal rein. Okay. Alles klar. Gehen wir mal hoch. Ich glaube, ich höre hier irgendwas. Oh nee. Oh, das geht los. Ja, ich hab's gesehen. Ich brauche mal ein bisschen Leben. Achtung, rechte Seite. Hinter dir, Bruder.
kleinen Mistdinger, ne? Rechts von dir! Oh, Scheiße. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr auf Verteidigung gehen, ich weiß nicht. Die haben mir schon ordentlich Schaden gemacht. Die Runen. Okay. Oh mein Gott. So, die Wüste unserer Ignoranz. Ich merke auf jeden Fall, wie meine Stimme nachlässt. So viel von dem, was wir sind, ist verloren gegangen. Nicht nur der ausgetrocknete Leviathan oder seine Artgenossen, sondern die gesamte Identität dieser Kreatur ist verlorenes Wissen. Was ist ein Jäger? Ein Geist aus dem Ödland, den man fürchten und vor dem man sich hüten muss. Oder vielleicht eine friedliche Bestie, vor der Spaltung von Alben, gezähmt und zum Verzehr gezüchtet. Die Antwort ist ein Sandkorn in der Wüste unserer Ignoranz. Unsere Geschichte bleibt vergraben unter Generationen toter Alben. Sollte es jemand anderem gelingen, sich über unser bösartiges Dogma zu erheben und nach Antworten zu suchen, sollen diese Knochen als Warnung dienen. Oh, nein, 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 nein. Ja, wenn sich nichts ändert, werden wir vergessen bleiben. Das Konsulat. So, okay. Ja, das sind immer noch die Nachwirkungen von der Corona-Erkrankung, die ich hatte. Dass meine Stimme jetzt irgendwie so, die ist auch kein Rabe, ne? Ein wenig nachlässt. Oder ich zumindest heiser werde, ne? Du willst also kein Lieblingsgedicht auswählen? Doch, ich muss schon wieder lesen. Ich habe schon ein Lieblings. Naja. So. Eine bewusstseinserweiternde poetische Erfahrung. Ersonnen, wie könnte es anders sein, von Quasi. Sieh dich um, oh Gott. Schau stets hin und her. Führe deinem Metallfreund mit Bedacht, sonst lebt er bald nicht mehr. Rette seine Freunde. Magst auch nervös du noch sein, schon bald tauchst du in eine neue Dimension ein. In eine neue Dimension, könnte das diese Dinger von Sony sein? Ich weiß auch nicht, ob das mit VR ist oder mit diesen Motion-Dingen. Diese kleinen Robots da, die so blaue Augen haben. Echt? Aus meiner Heimat. Komm, Zwergenstahl, ich brauch Zwergenstahl. Nein. Gürtel des Glanzes. Abwehr 28, und was trage ich? Ja, wir können den erstmal ausrüsten. Dann haben wir ein bisschen mehr Abwehr. Ist das passende zu den Panzerhandschuhen, ne? Das spielt keine Rolle, ne? Okay. So, dahinter ist auch nichts, ne? Nein. Okay. Ich könnte ein bisschen Leben vertragen. Waren diese zwei Laternen vorhin schon da? Oder war das... Ja, das ist der Turm, ne? Das ist der Turm. Okay, dann komm. Ich kann hier nichts sehen, ne? Da ist wieder was. Ich soll ihn Höhle finden, ne?
Also die, auf direkten Weg kann ich nichts machen. Nee. Ich denke mal. Ja. Nein, was war das denn jetzt? Was habe ich jetzt hier gemacht? Oh. Zwergenstahl. Ja, Zwergenstahl. Und Rohleder. Ich glaube, oh, jetzt hat der Sandsturm mal hier aufgehört, ne? Okay. So, komm. Okay, lass mal. So, wir brauchen irgendeine Höhle, hat er gesagt. Das sieht hier irgendwie nach Kampfplatz aus, ne? Oh, die kommen mit. Wozu braucht man nochmal die Schlackenablagerung? Ich weiß das gar nicht mehr. Hier ist auch irgendwas. Stopp. Ein Höhleneingang. Das hier? Stopp. Ah, dann sind wir jetzt da, wa? Gucken wir nochmal kurz hier rum. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Zumindest keine Laterne, kein gar nichts. Ah, hier. Machen das Geräusch. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als wenn hier irgendwas kreucht und fleucht. Ja, das sind noch meist immer drei, ne? Da vorne ist auch noch. Okay, dann gehen wir mal runter. Ich hoffe, wir sind gut ausgerüstet. Ansonsten. Haben wir Pech. Was ist das denn? Ist das so ein Nest von diesen... Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Ist die Kreatur da drin? Ja, hört sich so an. Wir finden sie, wenn wir weitergehen. Was ist das hier? Das ist offenbar eine Zuflucht für die Dunkelalp. Ohne Zugang zum Tempel ist das eine der wenigen Verbleibenden. Oh Gott. Die Tiefe. Ist hier nur einer? Ist er tot? Toll. Aber jetzt ist er tot, ne? Ne, der lebt noch. Hä? Jetzt ist er tot. Okay.
Ja. Ich brauche Leben. Oh, da sind Sacksilber. So. Aber wir plätten jetzt hier einfach alles, ne? Theoretisch leben die doch hier bestimmt friedlich für sich, ne? Also, okay. Die kämpfen die ganze Zeit mit den Lichtalben. Aber jetzt ist das hier eigentlich deren Zuflucht und wir... Ja. Komm einfach mal rein und mach dich platt. So, oh ja, das brauche ich. Wofür sind die da? Oh Gott. Was? Weißt du, jetzt wo ich mehr über die Dunkelalben weiß, möchte ich sie nicht bekämpfen. Ja, das dachte ich mir. Naja, das ist ihre Heimat. Und wenn man an unseren letzten Besuch in Alfheim denkt, kann man es ihnen verübeln? Nein, kann man nicht. Und das ist das genau, was ich gesagt habe. Okay, hier ist diese Truhe. Okay, geht's da oben? Okay, hier ist nichts, ne? Doch, da. Ich glaube, wenn es blau wird, reagiert er auf irgendwas. Ja, super. Da unten ist eine Truhe. Der kommt bestimmt, das hier geht weg. Wenn wir das lösen, ne? Okay, vielleicht können wir es, müssen wir auch von oben machen, ich weiß es nicht. Warte. Obwohl, kann ich das nicht von hier? Jawohl. Oh, ich höre sie schon wieder. Oder? Ja, komm, mach mal zuerst. Geduld. Eine Tugend oder eine Drohung? Kommt auf den Leser an. Wandkunst abgeschlossen. So, ich möchte die Kunstform, Dinge an Wände zu schreiben, schon immer sehr. Also ich mochte. Manche empfinden sie als Schandfleck, aber ich finde sie schön. Bitte lasst nicht zu, dass diese wundervollen Runen unbeachtet bleiben. Sorge. Also die Graffiti. Die Graffiti oder die Sprayer der Mythologie. So, komm. Zwergenstahl.
Ja, Zwergenstall. Ich konnte jetzt schon zwei Sachen verbessern. Nice. Okay, das war's kurz, glaube ich. So, und hier, ich denke mal, wir müssen auf die andere Seite. Und was machen wir dann hiermit? Wartet mal. Ah, ne, stopp. Ne, das sorgt nicht für das Auslösen der Glocke, ne? Stopp. Ne. Wie kriege ich das dann hinterher? Weil auf der anderen Seite ist das Ding hier ja trotzdem immer noch am Start. Okay, erstmal gucken. Komm schon, du brauchst nicht immer sofort. Nee, stopp mal, was ist das? Das Tier, das du hörtest, was sagt es jetzt? Es ist nicht immer so. Manche Tiere sind... Ich fühle, was sie fühlen, weißt du? Und was immer das hier ist, es hat Schmerzen. Verstehe. Warum fragst du? Neugier. Wirklich? Ich bin zur Neugier durchaus fähig. Gut. Gut. Okay, aber das ist nicht das, was ich gedacht habe. Was ist denn das hier? Oh, ich hätte lieber hinten runterspringen sollen. Tja, ich weiß nicht. Wir kommen hier ja nicht durch. Okay, da ist ein Weg. Ja, ich denke mal, wir werden es jetzt noch nicht machen können, ne? Und was es damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Also... Ich glaube irgendwie nichts. Ja gut, wir werden dann weitergehen müssen. Ups. Okay, komm. Vielleicht kommen wir ja noch irgendwie dahin. Ah, da ist auch noch eine Truhe da oben. Das ist das Ding, ne? Und da ist die Truhe. Ja, wir kommen von woanders dahin, alles klar. Was? Oh Gott. Aber da ist etwas. Was? Ich will zu dieser Truhe. Ja, und jetzt haben wir das Problem, ne? Stinken ja übel. Ach, von der Seite kann ich es aufmachen. Ne, ist noch einer. So einer. Okay, eins. Hier ist nichts.
Wo ist der dritte davon? Hier drin war er ja nicht, ne? Oder was übel wäre, wenn er doch hier wäre und man müsste schnell mit irgend so einem von diesen Dingern auf den drauf werfen, aber ich glaube nicht, ne? Okay, der. Der andere ist hier. Okay, da können wir jetzt weiterkommen. Das Ding kann ich nicht aufmachen. Von der anderen Seite wieder? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall so eine Kette, die man runterwerfen kann. Ist das nichts, ne? Okay, also ich bin gerade irgendwie, sehe ich es nicht. Aber ich könnte mich im Offline, also wenn ich nicht aufnehme, einmal kurz gleich umschauen, damit das nicht zu lange dauert. Weil ich sehe das jetzt wirklich nicht. Ich wüsste nicht. Hier kann ich nicht reingucken, wird also uninteressant sein. Hier kann ich auch nichts sehen. Das da hinten ist einfach nur das. Da leuchtet zwar auch was blau, aber... Ne, ich glaube, da war nichts. So, hier ist nur das. Ich könnte natürlich... Aber hier ist ja auch keine... Hier ist ja auch keine von diesen Glocken. Oder? Ist nichts. Hier oben kann es nicht mehr sein. Ja, es muss alles irgendwie da drüben sein, aber ich weiß nicht wo. Also, ich schaue einfach mal nach und mal schauen, wie lange es dauert. Natürlich sage ich euch dann die genaue Zeit, die ich gebraucht habe. So, nein, wir wollen dahin, ne? Also, wir können jetzt hier, glaube ich, weiter. Aber ich will erstmal diese Truhe haben. Hat es irgendwas hier mit auf sich? Nein, ne? Wobei, was passiert denn jetzt denn noch? Wenn ich da weitergehe, dann sind wir doch ganz woanders, ne? Ich muss mal schauen. So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß und euch hat es gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wie immer. Geht ja langsam auf die 1000 Abonnenten zu, also zerstört weiterhin den Abo-Button. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Folgen wieder. Bei den nächsten Folgen. Ne? So, ich sag mal ciao, euer Malida.